Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück zu einem Review von Season 2 Modern Warfare 3 im Jahr 2024. Ich habe bis heute absolut keinen Schimmer, warum ihr euch meine Meinung und meine Sachen eigentlich anguckt. Aber da ihr eingeschaltet habt, ist es mir auch egal, denn es scheint Gründe zu geben. Also fahren wir fort mit meinem Review. Das ist übrigens französisch oder Bella, geh da hin, mach Platz. Mach Platz. Hey! Da, Platz. Und wenn ich fertig bin, gehen wir, okay? Okay. Ich habe tatsächlich das erste Mal nach 6 Wochen COD aktiv wieder angefasst. Und bei mir ist es so, mit MW2, MW3 kam dieser Bruch, wo ich tatsächlich festgestellt habe, dass ich als Creator, und weg ist der Hund, am meisten Spaß habe, wenn ich andere Games spiele, aber am meisten Spaß habe, wenn ich, was Content angeht, für YouTube, COD-Content machen kann. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich habe eben festgestellt, diese Franchise aktiv zu spielen, ist aktuell nichts mehr für mich. Und deswegen bin ich halt fast täglich live und spiele meistens Tarkov, weil dieses Game mir unglaublich viel gibt, und berichte aber über die COD-Franchise, über das, was kommt, das, was ist und, und. Ich finde, das ist ein guter Mittelweg, so dass ich alle Interessen ein bisschen bedienen kann. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, gestern das Update hatte ein, zwei Überraschungen für uns parat. Die erste Runde sah so aus. Warum kann ich hier nicht durch Wände schießen? Ich erreiche doch keine Streak-Chat. Jetzt könnte man denken, dass das vielleicht an der PlayStation lag. Also habe ich alles nochmal resettet, obwohl ich das LAN-Kabel nie angefasst habe, was angeblich nicht da war. Und ich war ja während live und das LAN-Kabel ist halt, also es hat ja auch für den PC funktioniert. Also haben wir uns die zweite Runde angeguckt. Auch noch nicht so gespielt. Sieht interessant aus. Ich kann nicht Wandabschüsse machen. Was zur... Ach, das ist auch die neue kleine Map, oder? Das andere. Oh? Ne, die ist schon groß. So, ihr könnt euch also vorstellen, dass ich nach dem Update, nach der zweiten Runde, bereits im Bruch war, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass es immer wieder dasselbe ist. Da werden tausende Mitarbeiter entlassen und der Inhalt des Updates, so wie die einzelnen Karten, die dazugekommen sind, die Waffen, auch Fortunes Keep, das sind alles gute Sachen. Das sind alles gute Sachen, an denen ich keine große Kritik äußern kann. Und dann funktioniert es aber mal wieder nicht richtig. Und es ist absolut frustrierend. Und dabei habe ich dann auch festgestellt, dass der Multiplayer mir absolut gar nichts mehr gibt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran es lag oder woran es liegt. Weil es so extrem war. Ich habe mich so unwohl im Multiplayer gefühlt, was eigentlich mein Paradeding ist. Und ich habe übrigens meinen wunderschönen Controller in der Hand, denn ihr werdet gleich einen Clip sehen, den ich hiermit erspielt habe. Und die ersten Bestellungen von euch an OMGN sind bereits zu euch zurückgekommen. Das bedeutet, wenn ihr Interesse habt an einem Custom-Controller, den ich euch empfehlen kann, den ich beim Zocken in der Hand habe und den ich absolut feiere, dann solltet ihr unbedingt unten in der Videobeschreibung den Link abchecken. Oh, das ist noch einer. Das sind zwei. Oh mein Gott, Sonne, Sonne, Sonne. Junge, 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 ich spiele ein anderes Game als du. Ich spiele ein ganz anderes Game als du. Junge, ich spiele ein anderes Game als ihr drei. Oh shit, oh shit, oh. Ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, warum ich so wenig Lust habe. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, okay, das ist irgendwie jetzt wegen den Fehlern im Game und bla bla bla. Ich kann es euch sagen und das ist etwas, was ich so extrem
früher gar nicht realisiert habe. Und es ist das Matchmaking in diesem Game. Das Matchmaking im Multiplayer, und ich weiß, dass es auch in Resurgence und Warzone ist, aber gerade im Multiplayer, wo ich mich wohlgefühlt habe, sorgt tatsächlich aktiv dafür, dass ich kein Interesse mehr habe. Gestern bin ich mit den Boys online gegangen, das sind meine besten COD-Gamer-Buddies, die eigentlich immer, wenn ich bei COD auch nur die Konsole anmache, schon um die Ecke kommen und sagen, wir sind dabei. Was für mich eine Ehre ist, weil es toll ist, solche Leute an der Seite zu haben. Und das sind Cracks. Und die fühlen genauso. Und da habe ich weiter überlegt, warum dieses Matchmaking dafür sorgt. Gestern wollte ich in dem Livestream einfach nur ein paar meiner letzten Waffen, die mir noch fehlten für die finale Tarnung, ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißt, fertig spielen. Unter anderem ein Knife, zwei Kampfgewehre, noch etwas. Dieses Matchmaking sorgt dafür, dass ich nicht einmal die Möglichkeit habe, eine entspannte Runde zu spielen. Eine entspannte Runde. Ich habe von Anfang an, ich habe 6 Wochen COD nicht gestartet und bin von Anfang an, weil ich mit 2 Leuten in einer Party war, die ebenfalls gute Spieler sind, in Lobbys gewesen, wo man kann keine spaßigen Klassen spielen, man kann keine Aufgaben in Ruhe machen, man kann nicht eine Sekunde seine Hand von seinem Controller legen, ohne 15 Mal zu sterben, unabhängig der Karte. Und das gestern ist mir so bewusst geworden. Dieses Matchmaking ist nicht nur manipulativ und sorgt dafür, dass die Frustration gerade bei guten Spielern einfach extrem hochsteigt, sondern es sorgt dafür, dass Leute wie ich, die seit Jahrzehnten diese Franchise spielen, einfach kein Interesse mehr haben, es zu spielen. Egal wie die Tarnung aussieht, egal wie der Inhalt des Contents ist oder der Inhalt der Season, egal wie sich die Karten auch spielen und auch egal wie die Waffen sind. Und das ist etwas, was ich vor 3-4 Jahren in, ich glaube, MW19 mal gesagt habe, wo ja wirklich Katastrophe, alles schlecht ist. Da habe ich damals gesagt, ihr könnt es in den Videos nachverfolgen. Ich habe sehr oft zu dem Zeitpunkt gesagt, das schlechteste Call of Duty aller Zeiten ist trotzdem unterhaltsam spielbar mit einem normalen Matchmaking wie früher. Der Grund dahinter, selbst wenn die Maps ass sind und die Waffen ass und der Sound ist kacke und die Grafik ist kacke und die Streaks sind kacke, solange ihr die künstlerische Freiheit habt, als Spieler, der nun mal above average ist, mal just for fun was anderes zu tun in der Runde, als Meta-Waffen zu spielen, um irgendwie eine Streak zu bekommen, könnt ihr euren eigenen Spaß basierend auf der Engine machen, auf der ihr spielt, auf dem Game, auf dem ihr spielt. Wenn das Game euch aber nicht einen Fehler erlaubt, nicht eine Fun-Runde, gar nichts davon, ist es so, dass ihr irgendwann satt seid, dagegen anzukämpfen. Und genau dieser Punkt, diesen Punkt habe ich gestern wieder festgestellt. Wir sind dann nach 1,5-2 Stunden ungefähr zu Fortune's Keep. Und Fortune's Keep ist etwas, was mich wie Bebop Island einfach sehr interessiert hat und was sich auch gut spielt. Wenn, und jetzt kommt das große Wenn, Komma, Doppelpunkt, nein, wenn, Doppelpunkt, die Qualität der FPS und die FPS, die man auf der Konsole und auf dem PC in dem Modus hat, normal wären. Wir sind auf die Karte, ich hatte PlayStation, man fühlt es, 120 FPS. Und man fühlt den Unterschied zwischen 120 FPS und 60 zum Beispiel. Ein signifikanter Unterschied, wie man das Bild wahrnimmt. Die Karte hat gestartet, die Runde hat gestartet, 10 Sekunden später. Und ich habe es gemerkt, die Frames sind von 120 auf 60, 70, maximal 80 FPS gedroppt. Meine Jungs, Lukas und Manu auf dem PC, selber erlebt. 120, 140 FPS, Rundenstart 80 FPS. Und das war jede Runde in Resurgence so. Wir haben dann 1-2 vernünftige Runden spielen können, wo, nachdem dann einige Spieler dann wirklich aus den Teams, mit den Teams rausgelöscht waren, die Performance einfach besser wurde, aber nicht ausreichend. Und schon ist man wieder frustriert, weil es technisch diesmal nicht geht. Und all das zusammen sorgt dafür, dass ich hier sitze und ein Review mache und euch ehrlich sage, der Inhalt des Season 2 Updates ist okay für unsere Verhältnisse. Daran habe ich nicht viel zu bemängeln. Man kann über eben zu wenig Zombie-Sachen mängeln, die jetzt später kommen. Oder dass wir schon wieder Remastered, Remake-Karten und sowas haben. Das kann man alles machen, ist legitim. Aber das sorgt nicht dafür, dass man mehr oder weniger Spielspaß hat. Das Einzige, was dafür sorgt, dass man weniger Spielspaß hat, ist tatsächlich das Matchmaking. Und ich weiß, dass Activision und Microsoft jetzt und früher nur Activision unfassbare Umsätze generieren. Der Black Cell Pass war gestern und den Top 5 der Steam-Verkäufe. Top 5!
Kein Spiel, nur der Black Cell Pass. Und das sollte man dann eben auch akzeptieren, was Spieler angeht. Vielleicht gehört man einfach nicht mehr zur Zielgruppe. Und ich habe auch überlegt, ob ich mir, ich wollte Rick Grimes ja als Charakter haben, habe gesehen, dass der dann nur über den Battle Pass verfügbar ist, den ich eh nicht voll machen werde diese Season, weil ich fasse dieses Game aktiv zum Spielen. Wenn ich COD anfasse, ist es, weil ganz viele aus dem Stream mich mal bitten und ich mir was einfallen lasse oder weil ich halt Footage brauche für sehr unwichtigen Hintergrund in einem Video. Und so wie heute, ihr seht da ein bisschen Hintergrund, ein bisschen nicht. Die Zeiten, wo man Gameplay zeigt und das Wichtige ist, vorbei, gerade in Zeiten jetzt, wo man Gameplay manipulieren kann, bis aufs Oberste. Und das ist tatsächlich auch mein Review zu dem Ganzen. Der Inhalt der Season ist okay bisher. Aber das Matchmaking, und das ist ja nichts Neues, aber es ist einem, also mir persönlich ist das so krass klar geworden. Dieses Matchmaking sorgt dafür, dass ich kein Interesse habe, das Game weiter zu zocken. Und deswegen dieses Video und deswegen auch weiterhin trotzdem COD-Videos, was kommt Neues auf COD 24 steht vor der Tür, was kommt da, wie sieht die Beta aus und. Aber diese Lust und Laune, die ich jahrelang in mir hatte, nach der Arbeit nach Hause, nach der Schule nach Hause, zocken, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden COD, ist vorbei. Mittlerweile ist es so, ich habe im Februar 23 mit Tarkov angefangen, weil viele von euch mir gesagt haben, teste es aus. Ich hatte hier keine Maus, ich hatte keine Tastatur, kein gar nichts. Ich habe hier mittlerweile eine K70-Tastatur mit einer 502 Hero-Maus. Ich habe von Februar bis jetzt über 2000 Spielstunden in Tarkov. 2000 Stunden in einem Jahr. Und ich bin kein Fulltime-Streamer oder Content-Creator. Ich arbeite Vollzeit im realen Leben. Und nicht, weil ich muss, also nicht so viel gezockt, weil ich muss, sondern weil dieses Game mir so viel gibt. Wenn ich Fulltime-Creator für COD wäre, für COD oder Warzone, ich schwöre es euch, ich hätte mir vor Monaten eine Möglichkeit bei der Jobbörse gesucht, was anderes zu machen, weil ich würde es mental nicht aushalten. Ich hoffe, euch geht es anders. Ich hoffe, dass ihr Spaß an dem Season habt. Sie ist nicht schlecht, aber ich musste leider feststellen, für mich ist diese Season mit dem Matchmaking aktuell einfach nichts. Lasst mich eure Meinung wissen, die würde mich interessieren. Checkt unbedingt OMGM ab, Leute. Die Controller sind handmade. Ihr könnt euch auswählen, was ihr wollt. Und ihr unterstützt mich dabei. Wie geht's besser? Wie geht's besser? Es geht nicht besser. Haut rein.